Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Making of. Heute geht es wieder um die Monsterican Filme. Genau genommen geht es heute um Monsterican 4, besser bekannt als Monsterican Fight, der Kampf der Monster. Der vierte Teil, der jetzt nun da ist, der beschäftigt sich, ich sag mal, eher damit, wie die Geschichte von Billy und Lissy im Großen und Ganzen zu Ende geht. Also das Thema The Monarchy, aus welchem Comic die Monsterican-Filme ja entstammen, ja, schließt so langsam ab, nicht wahr? Und sicherlich werden Lissy und Billy in späteren Monsterican-Filmen auch zu sehen sein, allerdings nicht mehr so präsent, wie sie es bis jetzt waren. Dazu muss man sagen, in Monsterican 3 war Lissy ja jetzt auch nicht gerade die präsenteste Figur. So, woran liegt das? Ursprünglich war nur ein Teil geplant, also Monsterican 3. Dieser sollte auch Monsterican Fight heißen, also so wie jetzt halt der vierte benannt wurde. Als Monsterican 3 als Drehbuch dann aber fertig war, fiel uns eine wichtige Sache auf: Das Drehbuch war zu lang. Jetzt wollten wir es aber nirgendwo kürzen, also haben wir gesagt, gut, dann machen wir einfach zwei Teile draus. Leichter gesagt als getan, aber das war die beste Lösung. Und so kam dann jetzt nach Teil 3 sehr, sehr kurz danach auch ein vierter Teil raus. Ja? Normalerweise redet man immer so von 1 bis 2 Jahren Pause, bis dann ein neuer Teil rauskommt. Jetzt war es aber so, dass nur wenige Monate dazwischen lagen. Warum die beiden Teile so kurz hintereinander kamen? Nun, das ist auch einfach erklärt. Der Text war schon fertig eingesprochen für beide Teile. Ja? Also uns ist erst sehr, sehr spät aufgefallen, dass wir aus dem dritten Teil Teil 3 und 4 machen mussten, um die Filme an sich nicht zu lange zu machen. Aber womit beschäftigen wir uns heute genau in diesem Making-of? Zum einen schauen wir, wie es hinter den Kulissen aussah zu Monsterican 4, dann wie die neuen Masken und Kostüme gestaltet wurden. Und wir reden gleich auch noch mit unserem Kurt, der ist heute auch hier. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal an, wie die neuen Masken gestaltet wurden.
So, da sind wir wieder. Und jetzt ist auch der Kurt bei mir. Hallo Kurt, schön, dass du da bist. Und Mensch, du siehst ja richtig klasse aus in deinem Kostüm. Ja, vielen Dank. Sag mal, das ist jetzt das Kostüm von Mana, richtig? Ganz genau. Wie ist es, in so einem Kostüm drin zu stecken? Also ich meine, ich habe dich das schon öfter gefragt, aber bei diesem Kostüm ist es ja wieder was ganz Besonderes, denn du hast die Möglichkeit, beim Kostüm aus den Augen zu qualmen. Ja, das ist richtig. Also ich sag mal, in erster Form ist es eng, warm, stickig und stinkend. Das könnte so eigentlich das Kostüm beschreiben. Ja, also man muss da schon Feuer und Flamme sein und auch bereit sein, ein Monster zu spielen, denn der Aufwand ist wirklich monströs im wahrsten Sinne des Wortes. Wann war dir persönlich eigentlich klar, dass du auch im vierten Teil dabei sein wirst und dann auch noch so viele Rollen übernehmen würdest? Das war mir eigentlich recht früh klar, als Sud mich damals gefragt hatte: Wie schaut's aus? Machst du wieder mit? Da habe ich sofort gesagt: Na klar, ja. Ich weiß, worauf zu achten ist bei den Kostümen. Ich weiß, wie ich mich bewegen muss. Ich weiß, wie schwer das eine oder andere Kostüm auch mal sein kann. Ja, ich habe dennoch riesengroßen Spaß daran, mich so zurecht machen zu lassen, dass ich als normale Marionette nicht mehr erkannt werden kann. Ja, also sonst so, es macht riesengroßen Spaß, aber ganz ehrlich, du bist wirklich froh, wenn du nach den ganzen Drehtagen endlich wieder aus dem Kostüm raus kannst. Ja? Denn es ist wirklich anstrengend. Ja, mit dem Qualmen aus den Augen, ja, das ist richtig. Das liegt daran, dass bei den Szenen, wo dann Qualm aus meinen Augen kam, ein Strohhalm benutzt wurde. Der verlief entweder seitlich oder hinter dem Kostüm in meine Maske. Und dann wurde durch den Strohhalm Zigarettenqualm gepustet und das hat dann am Ende diesen Effekt erzeugt, dass ich aus den Augen qualme.
Das war ursprünglich gar nicht so vorgesehen, war aber ein cooler Effekt und wir haben es dann übernommen, weil wir so begeistert von dem Endprodukt waren, also wie es am Ende aussah. Wie lange brauchtest du jetzt, um in das Kostüm von Mana zu kommen? Ich meine, es war doch einfacher, als wie in das Kostüm von Aemon reinzuschlüpfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Für Aemons Kostüm brauche ich, ich glaube eine Dreiviertelstunde bis Stunde ungefähr, ja, wegen den ganzen Bandagen, die nun halt eine Mumie hat. Und für Mana brauchte ich jetzt, ich glaube, ungefähr eine halbe Stunde. Ja, doch, das kommt hin. Also auch nicht gerade wenig, ne? Eine halbe Stunde nur allein fürs Anziehen ist schon eine Hausnummer. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, es geht etwas schneller mit Mana als jetzt mit Aemon. Aber Mana war jetzt auch nicht so großartig präsent in Monster Rücken 4. Später in keine Ahnung, Monster Rücken 7 oder 8, ich weiß es noch nicht, wird Mana natürlich einer der Hauptcharaktere sein. Aber jetzt für Monster Rücken 4 war er nur sehr, sehr kurz dabei. Also er hatte einen sehr, sehr kleinen Part oder kurzen Part, wie man auch möchte. Und von daher war der Aufwand unheimlich groß. Und ja, an Drehtagen, ich glaube, ich hatte einen halben Drehtag. Ja, also wirklich sehr, sehr kurz für meine eine Szene. Und ja, dann ist auch zum Beispiel der Jurama dabei als neues Monster. Der Jurama, der hatte auch zwei Szenen, ne? Die waren auch etwas länger und spannender, interessanter, wie man es auch nennen möchte. Das war ganz cool, also das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich fand, der Duama, der hatte auch eine wichtige Rolle in der Geschichte. Ja. Also er kam nicht einfach so just for fun mal vorbei, sondern er war schon ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Mana natürlich auch, aber in Monster Rücken 4 hat man noch nicht verstanden, was jetzt seine richtige Aufgabe war, weswegen er aufgetaucht ist. Ja, also das bleibt noch ein Geheimnis, da müssen die Fans sich noch etwas gedulden. Ah, okay. Also, Mana ist dann mehr so eine Gastrolle für Monster Rücken 4 gewesen, aber Mana kommt zurück? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch selber riesig, wenn er zurückkommt, aber das wird noch einiges dauern. Ja, also er wird nicht im nächsten oder übernächsten Teil dabei sein. Vielleicht wird man ihn hin und wieder erwähnen. Das könnte sein. Aber es wird nach seinem kleinen Auftritt jetzt in Monster Rücken 4 erstmal sehr, sehr lange dauern, bis Mana wieder von sich hören lässt. Und dann gab's noch ein Kostüm. Und zwar das Kostüm, wo du am meisten geflucht hattest, weil es so schwer war. Und dieses Kostüm, dieses Monster, hatte ebenfalls wie Mana nur eine Szene, war aber deutlich schwerer.
Und zwar Kalmar. Ja, ganz genau, Kalmar. Kalmar war ein, oder ist ein Motorrad-Zombie. Und Kalmar kommt erst sehr, sehr spät, so quasi in der letzten oder vorletzten Szene, taucht er auf. Und es kommt erstmal so rüber, als wäre er eine drohende Gefahr für alle. Möglich, vielleicht, vielleicht nicht, ja. Und dann, wenn es spannend wird und alle erfahren, wer er genau ist, was er genau will und wieso er genau da ist, ist die Geschichte vorerst beendet. Also der Zuschauer wird erstmal im Dunkeln gelassen. Ja. Einerseits natürlich unheimlich spannend, klar. Ja. Andererseits ist es schade, dass da dann erstmal wieder Schluss ist. Natürlich wird Monster Rücken 5 kommen, gar keine Frage. Ja. Bedingt durch die Popularität. Aber es wird jetzt nicht sofort sein. Es wird nicht so schnell gehen wie jetzt Monster Rücken 3 und 4. Und es ging jetzt sehr, sehr schnell. Der zeitliche Abstand, der war sehr, sehr kurz. Und so kurz wird der Abstand zwischen Monster Rücken 4 und 5 nicht sein. Also Monster Rücken 5 wird dann schon ja, ein, zwei Jahre sicherlich auf sich warten lassen. Ja. Denn es gibt noch so viele andere Projekte, die Kedoma machen möchte. Und nicht nur im Lore, die Monster Rücken Universum, sondern auch darüber hinaus. Ja. Wir machen ja auch Filme für Kinder. Und die sind jetzt in den letzten Monaten extremst kurz geblieben. Und die hatten in den letzten Monaten wirklich viel zu wenig Neues von uns. Und da müssen wir so einiges aufholen, finde ich. Ja. Aber zurück zu Kalmar. Kalmar ist bis jetzt für mich persönlich das schwerste Kostüm aus der Monster-Reihe. Ja. Also klar, du hast da auch noch Kostüme wie Kita oder wie Magnum. Magnum habe ich ja später doch nicht übernommen, sondern Orange hat Magnum gemacht, weil er besser ins Kostüm passt als ich. Aber ich weiß ja, wie schwer das Kostüm so an sich ist. Ja. Welche Kostüme waren denn noch schwer? Ja doch, also ich würde schon sagen, so diese drei, die waren am schwersten. Also Magnum, Kita und Kalmar. Und Kalmar sieht mega, mega toll aus. Also das Kostüm an sich, ja, richtig toll gemacht und auch sehr detailreich vor allem. Also wirklich, wirklich geil. Und ja, wenn man das trägt, dann hat man schon mal so ein kleiner Draufding. Ne? Also es ist schon cool, ihn zu spielen. Aber für Monster Rücken 4 war es leider nur eine einzige Szene. Fand ich persönlich schade. Andererseits bleibt damit die Spannung etwas länger erhalten. Also es hatte Vor- und Nachteile. Ne? Es hatte Vor- und Nachteile und ja.
Da war auch wieder so ein halber Drehtag drin, ungefähr. Und ja, ich bin jetzt nicht böse, ja, dass es nur so kurz war. Denn ja, das Kostüm, das hat schon ordentlich auf die Schultern gedrückt. Also kann man nicht anders sagen. Es ist ein unheimlich schweres Kostüm. Und die Bürde, die möchte ich wirklich keinem anderen aus unserem Theater geben. Es macht Spaß, aber du bist auch unheimlich froh, wenn du wieder aus dem Kostüm raus kannst. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn du in das Kostüm von Mana schlüpfst mit der Hilfe von unserem Sud. Und dann sehen wir dich gleich hier wieder, und zwar ohne Kostüm, denn du entkostümierst dich ja jetzt. Bis gleich. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück, und neben mir ist immer noch unser Kurt, jetzt allerdings ohne Mana-Kostüm. Also es ist schon eine sehr, sehr krasse Veränderung vorher und nachher, ja? Wie du mit Kostüm ausschaust und ohne Kostüm ausschaust. Also wirklich gleich ein ganz anderer Charakter.
Also ich persönlich, wenn ich es nicht wüsste, würde mir wirklich nicht auffallen, wie viel Monster du eigentlich in den Monsterrückenfilmen verkörperst. Ne? Also, Magnum hast du ja nicht gemacht, das war Orange, aber du hast ein Modell gestanden, ne, für den Kopf. Aber so, abgesehen davon, es war Eamon, Keita, G-Stealer, der Drummer, Mana und Kalmar. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, also sechs Monster. Und bei den Dorfbewohnern bist du ja auch noch unkostümiert, so normal aufgetreten als Bauer Tommy. Alles in allem kann man sagen, du hattest bis jetzt sieben verschiedene Rollen für die Monsterhückenfilme innerhalb von vier Filmen. Ja, das ist richtig. Also da kam schon einiges zusammen. Und es werden auch noch einige Kostüme folgen. Ja, also Kalmar wird jetzt nicht das letzte Kostüm gewesen sein, was ich trage. Da kommt noch ein bisschen hinzu. Warum ausgerechnet du, der so viele Monster verkörpert? Warum hat man dich dafür ausgesucht? Nun, zum einen, weil ich mich am besten in den Kostümen bewegen kann und weil ich sehr robust bin. Ich mache viel Quatsch mit. Und weil ich die idealen Körpermaße habe. Ich denke mal das. Ne? Ja, und natürlich, weil ich die Monster gut rüberbringen kann, gut spielen kann. Ja, das auf jeden Fall, daran besteht kein Zweifel. Ja, dann danke dir für dieses tolle Gespräch, dass du heute da warst. Und wir schauen uns jetzt noch eben an, wie der Film so aussah oder vielmehr aussieht, wenn man ihm den ganzen Gruselfaktor wegnimmt und im Roh dreht.
Ja, meine Lieben, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und vorab wünsche ich euch jetzt schon ganz, ganz viel Spaß bei Monsterrücken 4, der hoffentlich bald zu sehen sein wird. Und ja, natürlich auch ganz viel Spaß bei allen Kedoma-Projekten, die danach kommen, nicht wahr? Ja, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal. Folgt uns weiterhin auf YouTube. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Danke an alle, die jetzt hinter der Kamera für heute mitgewirkt haben. Und bis bald. Ciao.